haklarımız elimizden aldı. Pasaportumuzu getirsinler gidelim. Elimize versinler. Yok gidersinler. No, don't touch him. Telefon sordursun ha. Wir sind mittlerweile in Baku. Also wir wurden gestern, wie ich schon beschrieben habe, mit Androhung von Gewalt nach Astara gebracht. Die wollten uns eigentlich trennen, also die wollten mich nur mitnehmen. Haben keine Gründe gesagt, gar nichts. Wir haben dann, also die ganze Prozedur hat irgendwie 3 Stunden gedauert. Wir haben es den anderen Patienten zu verdanken, dass die Polizei mich nicht einfach mitgenommen hat. In der Zeit konnten wir, ich habe mit dem deutschen Außenministerium telefoniert, meine Frau hat mit türkischen Botschaften telefoniert und wir konnten dann erwirken, dass unsere Pässe zurückgebracht werden, weil Pässe sind, also der deutsche Pass ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, nur eine deutsche Autorität, also deutsche Behörde, hat das Recht, den Pass einzubehalten. Im Ausland, natürlich dürfen die den temporär nehmen, um also für Grenzkontrollen, für Registrierung und so weiter. Aber was die Behörde hier gemacht hat, ist zu 100% illegal. Und als wir denen das deutlich gemacht haben, haben wir unsere Pässe zurückgekriegt. Uns wurde zugesagt, dass wir zusammen verlegt werden. Und daraufhin haben wir, um diese Situation zu deeskalieren, sind wir mitgegangen, weil man muss dazu sagen, für die Einheimischen ist das alles ein ziemliches Risiko, auch dafür, dass sie uns eingesetzt haben, für uns eingesetzt haben. Wir sind mitgegangen, wir kamen in Astara an, also 1 Stunde um 5 Uhr morgens sind wir in Astara angekommen. Dort wurden mir die Pässe aus der Hand gerissen wieder. Ich habe denen gesagt, es ist ein Verbrechen, was ihr macht, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt keine Kraft, da weiter drauf zu bestehen. Wir wurden untergebracht in dem Zimmer, die Betten waren kaputt, Toilette ging nicht, also auch so wieder katastrophal, wieder alles wie vom Anfang. Am Morgen habe ich dann mit der deutschen Botschaft telefoniert, die haben mir zugesagt, dass sie im Anschluss an dem Telefonat ein Treffen haben mit Leuten vom Außenministerium von Aserbaidschan. Also Druck war da. Die deutsche Botschaft hat mir auch versichert, dass es wird Konsequenzen geben, dass sie unsere Pässe hatten und wieder haben. Und die werden auch eine Begründung anfordern, warum wir mitten in der Nacht verlegt werden und so weiter. So, direkt im Anschluss von dem Telefonat kriege ich ein Telefonat von dem Chef von irgendeiner Versicherung, die Krankenhäuser betreiben, und er sagt mir, ich sei positiv getestet worden auf Corona. Ich habe ihm gesagt, da kann mich jetzt jeder anrufen, ich habe ihm gesagt, er soll in der deutschen Botschaft anrufen und die deutsche Botschaft die Identität oder das bestätigt einfach, dann werde ich das glauben, vorher werde ich das nicht glauben. Weil das passt irgendwie nicht zusammen. Und er hat auch am Telefon gesagt, dass die erste Blutprobe wäre negativ gewesen, die zweite Blutprobe wäre positiv gewesen. Dann haben wir gesagt, es gab keine zweite Blutprobe. Da hat er sofort zurückgerudert und hat gesagt, die zweite Speichelprobe. Wir haben das Testergebnis eingefordert, wir haben das Testergebnis gekriegt. Das Testergebnis ist aber, es ist einfach nur ein Text, wo drauf steht, ich wurde beim ersten Mal negativ getestet, beim zweiten Mal positiv. Es ist kein wirkliches Testergebnis, also man kann nicht nachvollziehen, anhand welcher Daten ich positiv getestet worden bin. Auch eine Sache ist, dieser Test wurde am 5. März ausgestellt. Am 5. März um 1 Uhr morgens wurde uns gesagt, wir sollen verlegt werden. Oder ich soll verlegt werden. Und die haben das als Begründung genommen. Also es kann natürlich sein, dass die Labors hier rund um die Uhr arbeiten und dass kurz nach Mitternacht ein Ergebnis gedruckt wird, woraufhin dann eine halbe Stunde später eine Aktion erfolgt. Aber ich kann es mir irgendwie schlecht vorstellen. Auch, wir sind immer noch in Kontakt mit den Leuten in Masali im Krankenhaus. Denen wurde gesagt, wir wurden verlegt, weil wir zu viele Videos gemacht haben und mit zu vielen Leuten gesprochen haben. Keiner von denen wurde aufgeklärt, dass einer von den Patienten, also ich, Coronavirus hat.
Nicht mal unsere Zimmerkollegen. Also wir waren mit zwei Leuten im Zimmer. Nicht mal die wurden in ein anderes Zimmer gebracht. Nicht mal das Zimmer wurde irgendwie desinfiziert. Also da wurden einfach nur unsere, also das Bett wurde gemacht, das ist alles. Und wir haben auch zu dieser Person von dem Chef von dem Krankenhaus gesagt, dass das alles hier krass, krass fahrlässig ist. Wir wurden gezwungen, oder beziehungsweise 100 andere Menschen wurden gezwungen, mit mir auf engstem Raum zu sein. Und wir haben das immer wieder gesagt, dass wenn das eine Quarantäne ist, dann können die nicht 100 Leute auf eine Station bringen. Und zu uns wurde immer gesagt, es ist keine Quarantäne, hier gibt es kein Virus, alle Leute sind gesund. Deshalb, dieser Grund haben auch die Ärzte benutzt als Rechtfertigung, dass die rein und rausgehen. So, jetzt habe ich anscheinend das Virus. Jetzt müssten die ganze Kleinstadt hat Kontakt auf Umwegen mit mir gehabt, weil die Ärzte rein und rausgegangen sind. Naja, daraufhin hat aber gestern haben mehrere höhere Ärzte uns angerufen. Es war auch ein Arzt da aus Baku. Das war die erste Person in den ganzen 8 Tagen, der sich hingesetzt hat, hat gesagt, wie das jetzt ablaufen wird. Hat sich auch entschuldigt für die Maßnahmen, bla bla bla, aber es war die erste Person, die nicht geschrien hat. Die erste Person, die normal mit uns hingesetzt hat, hat gesagt, was braucht ihr, was fehlt euch. Wir haben gefragt, ob wir zum Wohnmobil können, weil wir waren jetzt in Astara, das heißt, unser Wohnmobil war 100 Meter von uns entfernt, aber die konnten uns da nicht hinlassen. Die haben gesagt, sie können jemanden schicken. Das wollten wir aber nicht, weil wir den Leuten nicht trauen. Wir wollten ihnen dann den Schlüssel nicht geben für unser Wohnmobil. Also haben wir nach wie vor immer noch keine Wechselkleidung und so weiter. Jedenfalls haben wir dann, waren wir einverstanden, nach Baku zu gehen, in die Hauptstadt. Wir wurden dann gestern Abend nach Baku gebracht. Hier ist auch das Labor. Bevor wir gegangen sind, wurde uns eine Speichelprobe entnommen, weil wir gefragt haben, ob wir den Test wiederholen können, um sicherzustellen, ob das auch positiv ist. Uns wurde zugesagt, also wir haben quasi einen Deal gemacht. Die machen eine Probe, wir fahren mit der Probe zusammen nach Baku und heute am Morgen kriegen wir das Ergebnis. Mittlerweile ist 11 Uhr. Wir haben eine weitere Blutprobe, Urinprobe, Speichelprobe gegeben. Wir fragen jedes Mal nach, ob wir das Ergebnis von gestern haben können, immer ist es ja später. Ja, das ist der Stand der Dinge. Wir sind jetzt in einem kleinen Zimmer. Ja, es ist ein Lungenkrankenhaus. Wir haben eine Toilette und Dusche mit auf dem Zimmer. Meine Frau wird jetzt mehrmals gefragt, weil sie Vegetarierin ist und sie die letzten Tage kaum was gegessen hat. Die werden jetzt hoffentlich was Gescheites zum Essen machen, auch mit Gemüse. Wir sind aber in dem Zimmer eingeschlossen. Also es ist ein kleines Zimmer, nicht viel größer als unser Wohnmobil. Wir dürfen nicht mal das Fenster aufmachen. Und jetzt warten wir. Unsere Pässe haben wir mittlerweile wieder. Die oberen Behörden von hier, auch die Deutsche Botschaft, hat gesagt, dass der Passentzug, das wird Konsequenzen geben für die Leute, die es getan haben. Ja, das ist Stand der Dinge.